Die Krebserkrankung von Prinzessin Catherine von Wales versetzt nicht nur Royalisten in Sorge. Was bedeutet es für die britische Monarchie, wenn ihr populärstes Mitglied für lange Zeit ausfallen wird? Eine ZDF-Doku klärt auf. Sie gilt als das beliebteste Mitglied der Royal Family. Prinzessin Catherine von Wales kam bei einer entsprechenden Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov Ende März auf 76% positive Stimmen. Sie löste damit ihren Ehemann, Kronprinz William, ab, der mit 73% auf Platz 2 in der Beliebtheitsskala steht. Als die 42-jährige Mutter von Prinz George, 10 Jahre, Prinzessin Charlotte, 9 Jahre, und Prinz Louis, 6 Jahre, im März ihre Krebserkrankung bekannt gegeben hatte, reagierten nicht nur königshaustreue Britinnen und Briten geschockt. Was bedeutet es für die britische Monarchie, in den kommenden Monaten auf ihr Aushängeschild zu verzichten? ZDF Royal, Prinzessin Kate und das Drama der Windsors, Dienstag, 16. Juli 20:15 Uhr, ZDF, geht dieser Frage auf den Grund. Der Film unter Regie von Adelsexpertin Ulrike Grunewald und Stefanie Kahn ist die erste von insgesamt 4 royalen Dokumentationen, die das ZDF in diesem Sommer zeigt. Catherine ist das Kronjuwel der Monarchie, beschreibt die britische Journalistin Jenny Bond den Status der 42-Jährigen. Sie ist unglaublich beliebt. Runde Klammer, Punkt, 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 Runde Klammer. Sie kann völlig bodenständig sein, aber gleichzeitig hat sie inzwischen auch eine Würde und Anmut entwickelt. Sie ist eine fantastische zukünftige Königin. Doch auch im familiären Kontext ist Kate, wie sie von vielen genannt wird, unverzichtbar. Die Prinzessin von Wales ist als die Friedensstifterin bekannt, sagt die Adelsexpertin India McTaggart in der Doku. Sie hält alle zusammen. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt ihrer unmittelbaren Familie. Ich denke, dass ihr die mütterliche Stärke dabei hilft, diese emotionale Unterstützung zu leisten. Ob es um Charles geht, ob es um ihren Mann geht, ob es um ihre Kinder geht. Ein erzwungenes Statement durch ihre Heirat mit Prinz William am 29. April 2011 wurde die Tochter ehemaliger Versandhändler für Kinderpartiebedarf, Teil der royalen Familie. Ihre bürgerliche Herkunft galt als Schlüssel für den Versuch, das als verstaubt geltende Königshaus zu modernisieren. Das alles klappte gut, bis sie Anfang des Jahres überraschend von der öffentlichen Bildfläche verschwand. Ihre königliche Hoheit, die Prinzessin von Wales, wurde gestern wegen einer geplanten Bauchoperation ins Krankenhaus eingeliefert, teilte der Kensington Palast Mitte Januar mit. Die Operation sei gut verlaufen und die Prinzessin werde noch 10 bis 14 Tage im Krankenhaus bleiben. Es war der Anfang einer unruhigen Zeit voller Spekulationen. Sie hatte gesagt, dass es Wochen, möglicherweise Monate dauern würde, bis sie wieder arbeiten könne, erinnert sich Jenny Bond. Und doch gingen die Spekulationen immer weiter, bis zu meinem großen Missfallen, sogar die Mainstream-Medien den sozialen Medien folgten. Ende März sah sich Kate letztlich gezwungen, selbst eine Videobotschaft aufzunehmen, indem sie die Öffentlichkeit über ihre Krankheit informierte und um Privatsphäre für ihre Familie bat. Ich hatte das Gefühl, dass sie gezwungen wurde, ein Video zu drehen, das sie nicht machen wollte, beklagt Bond in der ZDF-Doku. Aber sie hat es wunderbar gemacht. Sie sah unglaublich blass und gebrechlich aus, aber sie bat erneut um Privatsphäre, und es funktionierte.